Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play, einer neuen Folge von Baphomets Fluch. Viel Spaß beim Zuschauen! So, jetzt geht es nach Bellogburn, okay? Aber wir müssen uns jetzt nicht anschweigen während der Zugfahrt, oder? Wohin gehst du, George? Muss ich dir das wirklich sagen? Sei doch nicht gleich so schnippisch. Wenn du ein Leck abdichten musst, dann sag mir das doch einfach. Okay, ich gehe gerade mal ein Leck abdichten. Ein Leck abdichten? L-E-C-K. Fahrkarten bitte. Oh, hallo. Das ist eine Rückfahrkarte zum vollen Normalpreis. Haben Sie keinen Seniorenpass? Ich benutze nur sehr selten die Eisenbahn. Meine Fahrkarte ist doch auch so gültig. Wie kommt mir das Gesicht von der Annahme bekannt vor? Ja, das schon. Aber Sie hätten bis zu einem Drittel des Preises sparen können. Ich brauche mich Gottlob nicht um derart kleinliche Petitessen wie Preise zu kümmern. Sie sind schon ein kauziger alter Vogel, Lady. Das steht man fest. Bitte die Fahrkarten, Sir. Hier. Unterwegs nach Stirling, wie? Ja, stimmt. Naja, ich hoffe, Sie sind nicht enttäuscht. Ist um diese Jahreszeit ein lausiger Ort. Obwohl, es gibt noch jede Menge Pubs und einen bezaubernden Ausblick vom Schloss aus. Vielen Dank. Ich will dich ja nicht beunruhigen, aber irgendwas an diesem Typ kommt mir sehr bekannt vor. Bist du sicher? Du bist müde, vielleicht irrst du dich ja. Kann sein, aber mir gefiel der Blick in seinen Augen nicht, als er mit dir gesprochen hat. Kannst du nicht mal still sitzen, George? Ich muss mal zur Toilette. Kannst du unterwegs mal in den Speisewagen gucken, George? So unvorstellbar das sein mag, aber ich bin hungrig genug, um englisches Essen zu mir zu nehmen. Okay. Sehr nett. Doch gut. Ich weiß gar nicht, was sie hat. Oh, ich nicht umhin. Weiter. Ach, oder was? Oh, das ist ein leeres Abteil. Wo ist das? Oh nein, dieser Gangster aus dem Hotel, Guido. Naja, mir kann er keine Angst machen. Hey, Maka, das hier ist ein Nichtraucherwaggon. Okay, vielleicht können wir doch ein bisschen Angst machen. Das wird immer schlimmer. Plötzlich ist mir nämlich eingefallen, an wen mich der Schaffner die ganze Zeit erinnert. Eklund, Marquis Mörder. Annahmen nicht. Mit diesem Typ will ich mich wirklich nicht unbedingt anlegen. Die Tür ist abgeschlossen. Die Tür ist abgeschlossen. Ich gehe erstmal zurück. Das ist, glaube ich, gesund. Auch das Abteil noch nicht. Ich hätte es besser wissen müssen und Nico und die alte Dame nicht allein lassen sollen. Plötzlich hat das Schwert von Baphomet an Bedeutung verloren. Es ist mir viel wichtiger, das Mädchen zu finden, das ich liebe. Ach, jetzt auf einmal ist Liebe im Spiel, okay? Deswegen auch der Boxkampf gerade fast. Super. Komm, hat der Typ irgendwas gesehen hier? Fragen. Hi, kleine Party? Nö, das ist Frühstück. Komm, lang zu, Mann. Hey, Becher, wach auf, Mann. Wir haben Besuch. Sein Atem erinnert mich an den Abluftkanal einer Chemiefabrik. Entschuldige, mein Kumpel. Macht nur ein Nickerchen. Schläft wie ein Säugling. Ich weck ihn, wenn wir nach Newcastle kommen. Wir sind schon vor einer halben Stunde durch Newcastle gefahren. Hab mich gar nicht gemerkt. Newcastle.
Hör mal, ich brauche deine Hilfe. Was denn los? Da ist ein Typ im Zug, der mich umbringen will. Ganz ruhig, Mann. Der versucht schon nichts, solange du bei mir und Becher bist. Wir sind Veteranen, waren im Breitling Sea dabei. Ich kann mich gar nicht daran erinnern, dass die britische Armee in einem Konflikt an einem Ort namens Breitling Sea beteiligt war. Vertrau mir, Macker. Du bist in Sicherheit. Sicherheit. Was sauft ihr da eigentlich für einen Fusel? Stinkt eher wie Flugzeugsprit. Jau. Und gibt Haare auf der Brust wie Jeck. Wohl auch auf den Augäpfeln, so wie du aussiehst. Okay. Habt ihr gesehen, was mit der jungen Frau im Nachbarabteil passiert ist? Nein, Kumpel, kein Stück. Ist sie dir irgendwie verloren gegangen? Sie ist einfach verschwunden. Die alte Dame auch. Ich glaube, sie sind in Schwierigkeiten. Was ist, Mann? Eine alte Dame auch? Jau, ihr müsst mir helfen. Vielleicht sind sie nur auf Klo oder so. Das glaube ich nicht. Die gehen nie alleine. Immer zu zweit, weißt du? Nein, sie ist entführt worden, da bin ich ganz sicher. Ich muss sie suchen gehen. Worauf wartest du dann, Kumpel? Der Schaffner, er ist nicht das, was er vorgibt. Willst du ihm aus dem Weg gehen? Schätze schon, ja. Überhaupt kein Problem. Okay. Gehen wir wieder raus. Bis später. Auf dem Fenster scheinen sich kleine Gischtflecken angesetzt zu haben. Fenster? Das Abteil zeigt er mir andersrum, ne? Warte mal. Muss ich vielleicht. Fenster. Tu es nicht, Junge. Spring nicht. Ich hab nicht vor zu springen. Ich klettere auf das Zugdach. Du machst auch Witze, oder? Dann schau mal gut hin. Warte, Freundchen, ich helfe dir. Ups. Machst du mich heraus hier, oder was? Oha. Ist der umschwanken? Kommt jetzt von der anderen Seite oder was? Okay. Da geht's wieder runter. Kann er nichts machen, das ist ein Video. Ich habe mir schon immer gewünscht, mal einen Zug anzuhalten. Und das hier ist meine Chance. Sie haben uns das Leben gerettet, warum? Wir waren von Anfang an auf derselben Seite, Stobbins. Unterschiedliche Gründe? Aber den gleichen Feind. Die Tempelritter? Nennen Sie dieses Pack nicht so. Die echten Templer waren ein nobler Gegner. Diese Barbaren haben kein Anrecht auf den Namen. Diese Männer sind nicht besser als wilde Hunde. Hinter was sind diese Neotempler her? Was ist das Schwert von Baphomet? Nicht, was Sie glauben, mein Freund. Ja, es ist schon eine Waffe, aber eine, mit der unsere Feinde ihre liebe Not haben werden. Ein zweischneidiges Schwert. Eine Macht, die älter ist als Demolé, älter als Salomon. Wir werden sie aufhalten, sie und ich zusammen. Und Nico. Nein, George. Meine Reise endet bald. An der Pforte des Paradiesgartens. Sie sprechen in Rätseln. Können Sie mir nicht einfach sagen, was Sie suchen?
Das Schwert symbolisiert eine gewaltige Energie, die durch eine Ausrichtung der natürlichen Kraftfelder der Erde verursacht wird. Und die ihren Brennpunkt in St. Ninians hat. Diese Energie gab den Tempelrittern die Macht, die sie groß gemacht hat. Eine Macht, die sie so charismatisch werden ließ, dass sie den Willen aller Menschen um sie herum kontrollieren konnten. Uiuiui, das hört sich ja ganz gut an. Also, wie ich schon dachte, doch nicht nur ein Schwert. Wie sind sie vom Bull's Head entkommen? Es ist ein weiter Fußmarsch von der Klippe des Bull's Head zum Dorf, Stobbert. Glücklicherweise bin ich erfahren im Überleben in der Wildnis. Na gut, ein Foto von ihm selbst brauche ich mir nicht zeigen, ne? Das hat ja wenig Sinn. Möge Allah sie führen zu ihren Feinden. Danke. Noch ein letzter Punkt. Was? Was wollen Sie? Er ist tot. Hey, keine Bange, ich hab dich schon nicht vergessen. Binde mich gefälligst auf der Stelle los, George Stobbert. Mach ich, sobald ich bereit bin. Das ist unfair, George. Nein. Du hast es ausgenutzt, dass meine Hände gefesselt waren. Als Eklund die Waffe auf mich gerichtet hatte, dachte ich, ich müsste sterben. Da fielen mir all die Dinge ein, die ich in meinem Leben noch tun wollte. Und dich zu küssen stand ganz oben auf der Liste. George? Ja? George, wir müssen von diesem Zug runter. Eklund kann jederzeit wieder zu sich kommen. Also, worauf warten wir noch? Das hat er getan. Er hat ihn geküsst. Was machst du? Ich verschwinde. Nicht durch die Türe. Willst du so enden wie Flap? Nicht unbedingt. Was von ihm noch übrig ist, dürfte fast schon wieder in London angekommen sein. Ich hoffe, er hatte eine Rückfahrkarte. Andere Seite? Das war die richtige. Ich würde mich wohler fühlen, wenn wir eine Pistole oder sowas hätten. Khan hat mir etwas gegeben. Was? Seine Handtasche. Großartig. Wenn wir ein paar Killern begegnen, können wir ihnen damit ordentlich eins draufgeben. Hatte er keine Waffe? Das ist nur die halbe Wahrheit. Diese Tasche ist voller C4. Wow, warum hast du das nicht gleich gesagt? Junge, jetzt werden wir es denen aber zeigen. Was zum Henker ist C4? Plastik, George. Wir gehen shopping, bis wir sie fertig gemacht haben? Kein Plastikgeld. Plastiksprengstoff. 2 Kilo davon. Allerdings ist die Zündkapsel kaputt. Kein Problem. Wir kaufen uns irgendwo eine Schachtel Streichhölzer. So funktioniert das nicht. Man benötigt eine kleine Explosion, um die große damit auszulösen. Dann ist das nicht sonderlich hilfreich. Was steht auf dem Schild? Offensichtlich wurde während des englischen Bürgerkrieges in der Mitte des 17. Jahrhunderts dieser Ort als Waffenlager benutzt. Ja? Was ist passiert? Schau dir doch den Zustand dieser Höhle an, George, dann kommst du schon drauf. Ein verirrter Funke? Gut erkannt. Der Turm ist das Einzige, was nach der Explosion übrig blieb. Ich hoffe, die Explosion hat nicht das Schwert von Baphomet zerstört. So? Ich hoffe, es ist zerstört. Wir werden sehen, wer recht behält. Ah, sie sagt nichts mehr. Okay. Ja. Gucken wir erstmal, was wir hier haben, ne? Über dem geschnitzten Kreuz steht eine nicht zu entziffernde Inschrift. Soweit ich das erkennen konnte, war da wohl was in Gälisch geschrieben. Ich versuche die Platte zu schieben, bin aber nicht sehr erstaunt, dass das nicht funktioniert. Okay. Nico? Aha. Was tust du da? Ich merke mir diese Inschrift. Kannst du sie denn lesen? Nö. Okay. Nein.
Vielleicht doch nicht. Ich hab nichts mehr, um es in irgendwelche Löcher zu stecken. Okay, warte mal. Der Griff lässt sich leicht drehen. Das große Rad beginnt sich zu bewegen. Ah, guck mal. Verdammt! Der Griff ist abgebrochen. Ohne den Griff war es leicht, das Zahnrad samt Achse zu entfernen. Ah, wie praktisch. Warte mal. Da ist auch noch was. Auch noch ein blauer Punkt. Ich stöbere ein wenig in dem Geröll herum und finde eine alte Tonpfeife mit einem abgebrochenen Mundstück. Unter einem der Steine liegt eine Metallmünze, die vom Alter schon grün angelaufen ist. Was soll ich suchen, Alter? Verkrustet mit Dreck und Erde liegt da ein kleines Zahnrad auf einer Achse. Hä? Meine Aufregung wächst, als ich etwas zwischen meinen Fingern fühle. Es ist kurz, hart, schwarz. Etwas, das ich hier nicht zu finden erwartet hätte. Es ist eine Füllfederhalterkappe aus Kunststoff. Okay. Ich finde hier nichts. Da kann ich auch nichts machen. Dann bleibt wohl nur noch das da. Das ist nicht das Loch, in das der Griff passt. Ich schiebe den Griff in das Maul des Dämonen. Okay, hat irgendwo Logik. Gucken wir mal hier. Das Rad gleitet leicht in die Augenhöhle. Kleines Zahnrad, eng daneben. Das Zahnrad passt nicht in die Dämonennase. Dann bleibt noch das Auge. Mit dem Kratzen von Metall auf Stein stecke ich das zweite Auge an seinen Platz. Die Zahnräder greifen ineinander. Da bewegt sich was. Ja, war denn gleich groß? Sah gerade so aus, als wäre eins kleiner. Eine schwarze Füllfederhalterkappe aus Plastik. Eine alte Münze. Wofür auch immer die gut sind. Keine Ahnung. Beim Anblick der flackernden Fackeln wird mir klar, dass die falschen Templer das Schwert vor uns gefunden haben. Aber wo sind sie jetzt und warum ist es hier so still? Schauen wir mal, wo die sind. Hör mal, ich kann definitiv sowas wie Gesänge hören. Stimmt, jetzt höre ich es auch. Glaubst du, was tun die da? Es würde mich nicht überraschen, wenn die so eine Art satanisches Sexritual abhielten. Hey, worauf warten wir denn noch? Ja, sieh ja. Ich würde zugucken. Nee, ist klar. Jetzt schau dir das bloß an. Baphomet. Lobineau hatte recht. Dieser Ort war sogar für die Tempelritter schon uralt. Dieser ganze Ort? Das ist Baphomet. Endlich die Wahrheit. Die Templer hatten nie dieses Abbild verehrt, wie sie auch nie einen Regenbogen verehren würden. Aber ebenso wie den Regenbogen betrachteten sie es als ein Sinnbild ihres Bundes mit Gott, der ihnen diesen Ort offenbart hatte. Rousseau, Sie elender, verräterischer... Ganz im Gegenteil. Inspektor Rousseau hat sich als Muster an Gehorsam erwiesen. Eine wichtige Eigenschaft für einen echten Tempelritter. Nun seid still und schaut zu.
wenn euch am Leben zu bleiben genehm ist. Brüder und Schwestern, wir sind heute hier versammelt, um Zeuge zu werden, wie das Schwert, das zerbrochen war, neu geschmiedet wird. Hier vor Gottes Wache. Baphomet, Großmeister und Ritter von Baphomet, wir grüßen dich und geloben dir unseren Gehorsam. Ich grüße euch, Torwächter des Tempels. Vor 7 Jahrhunderten ging unsere stärkste Waffe verloren, das Schwert von Baphomet. Nun bereiten wir uns darauf vor, es neu zu schmieden, um es erneut singen zu lassen, wider unsere Feinde. Wir werden die Völker in eine neue Ordnung führen, in der alle Grenzen sich auflösen. Alle werden vereint sein unter dem roten Malteserkreuz der Templer. Uah. Sieht aus, als würde es wehtun. George, mit Respekt haben wir Ihre Anstrengungen verfolgt, uns aufzuhalten. Aber Sie sehen doch jetzt sicher ein, dass Sie von unseren Feinden in die Irre geführt worden sind, oder? Wir wollen beide eine bessere Welt. Zum Glück ist ja noch nichts Schlimmes passiert. Wir können entschlossene, einfallsreiche Männer wie Sie brauchen. Werden Sie einer von uns, George? Treten Sie uns in wahrer Bruderschaft bei. Klar, wahre was? Brüder? So wie Marquet? So wie Pegram und Klausner? Die haben sie nicht als Brüder betrachtet, sondern als Versager. 3 Männer sind tot und ihnen ist das scheißegal. George, Sie wissen doch, dass Opfer nötig sind. Jedes große Unterfangen. Einer von ihnen werden? Fahren Sie zur Hölle. Eindeutige Worte. Ach, George, ich hatte so große Pläne mit Ihnen. Schellager, Eklund, töten Sie ihn. Hey. Ich schwöre es. Ich wollte nur, dass alles in Ordnung kommt. Schnappt sie euch! Tötet sie! Sie werden uns nicht entkommen! So. Na, wenn das nicht der große Detektiv und seine bezaubernde Assistentin sind. Es wird mir ein Vergnügen sein, ein so nettes Pärchen umzubringen. George, was sollen wir tun? Es war ja gerade ein erstaunliches Wechselspiel von Verrat und Wiederverrat. Echt geil. So, was macht er dann, Messer? Komm schon, George, denk dir was aus. Was schlägst du vor? Naja, hier wimmelt es vor Sprengstoff. Komm schon, Nico, wir hauen ab. Ihr Narren, ihr könnt uns nicht entkommen. Guido, halt sie auf. Aber Meister, das Pulver. Das Pulver stammt noch aus dem Bürgerkrieg, und zwar aus dem Englischen, du Idiot. Es ist über 300 Jahre alt. Was glaubst du, wie explosiv das noch ist? Ich dachte gerade, jetzt sei alles vorbei, aber Nico hat noch ein Ass im Ärmel. Oder genau gesagt, in ihrer Handtasche. Eine Handtasche voller Plastiksprengstoff. Kann sein, aber dieses Zeug hier ist noch ganz frisch. Hier ist ja. Einmal pusten.
einmal ein Turm. Ah. Jetzt wurde geknutscht, ganz offiziell. Wir blieben nicht lange in Schottland. George musste noch seinen Urlaub zu Ende bringen. Und ich musste noch eine Story schreiben. Natürlich nicht die wahre Geschichte. Aber genug Halbwahrheiten, um eine Seite zu füllen und davon meine Miete für einen Monat zu bezahlen. George und ich hingen zusammen in Paris rum. Ich zeigte ihm meine Lieblingsrestaurants und er erzählte mir seine Lieblingswitze. Weißt du, Nico, mit dieser Stadt verbinde ich jetzt so viele Erinnerungen. Die Cafés, die Musik. Die Kanalisation. Klar. Die Clowns. Die Jongleure. Oh, und dein Kumpel Lobino. Ja, der teure André. Als wir uns zum ersten Mal getroffen haben und ich meine Nachforschungen angestellt habe, bist du ziemlich oft verschwunden, Nico. Warst du mit Lobino, Es ist etwas passiert, aber das hatte nichts mit André zu tun. Aha. Es war etwas aus der Vergangenheit, das ich erledigen musste. Alleine. Also habe ich es erledigt. Und jetzt ist es vorbei. Hey, habe ich dir schon mal von dem Rentnerpärchen aus Iowa erzählt, das im Lotto gewinnt? Nein, aber ich habe den Verdacht, das wirst du bald tun. Also, da war dieses Rentnerpärchen. Die waren schon ewig verheiratet. 50... So, danke fürs Zuschauen. Ich hoffe, der Stream hat euch gefallen. Wenn ja, lasst mir doch ein Follow da und ein Like für die YouTube-Videos und ein Abo für den Kanal. Bis dann, macht's gut. Bye, bye.